Hi Rasenfreaks, ich lackiere gerade die ersten Teile von meinen neuen Mähern. Das ist das Untermesser von meinem John Deere. So ein richtig schönes gusseisernes Stück Metall. Das habe ich hier mit Hammerit. Hammerit ist ein cooles Produkt. Direkt auf die Metallteile raufgesprüht, keine Grundierung, teilweise sogar auf Rost möglich. Hammerschlag für Gussteile, sieht gierig aus. Zieht euch das rein. Ist das nicht cool, wie das aussieht? Ich lackiere die Teile mit dem Untermesser. Das ist die Untermesseraufnahme. Damit nachher die Auflagefläche des Untermessers nicht lackiert ist und schön eben bleibt. Ich hoffe sehr, dass ich das Untermesser hier abkriege. Wenn das alles schön abgetrocknet ist und ich endlich meine Teile kriege, dann werde ich das Untermesser abbauen. Dann hoffen wir mal, dass dann das richtig gut aussieht. Yeah! Hallo Freaks! Es ist der absolute Wahnsinn! Die Toro-Teile sind da! So viele Pakete habe ich noch nie bekommen. Hey. Komplett! Mehr als ich dachte. Die neuen Bags. Basket Nummer 2. Oh, da ist drin. Filter. Hier der Filter in meinem Luftfilter, den ich nicht mitbestellt hatte. Da ist er. Erinnert ihr euch noch an die verschlissenen Zentralbolzen? Hier sind die neuen. Was wirklich absolut cool ist, dass man alle Teile noch problemlos von Toro kaufen kann. Also die haben alle Ersatzteile da gehabt, mehr aus dem Jahre 2006. Überhaupt kein Problem, alle Ersatzteile zu kriegen. Wahnsinn. Ja, Freaks, ich werde immer wieder gefragt, wie starte ich richtig in die Saison? Womit fange ich an? Das erste ist mähen, ganz klar. Wenn irgendwelche einzelnen Gräser schon rausgewachsen sind, mähen. Nicht zu tief mähen, ganz vorsichtig anfangen und dann ganz wichtig, düngen. Ich habe hier ein Video hochgeladen, da erkläre ich euch, wann der richtige Zeitpunkt zum Düngen gekommen ist. Das ist die sogenannte Summentemperatur oder Temperatursumme heißt das. Temperatursumme. Und das könnt ihr euch mal anschauen in meinem Video. 150 Grad ist das Zauberwort. Und dann wird gedüngt. Dann muss man 2 Wochen warten, bis der Rasen schön gewachsen ist. Dazu muss es auch warm genug sein. Dazu muss im Durchschnitt auf jeden Fall die Temperatur über 10 Grad liegen, damit der Rasen so richtig in die Wachstumsperiode reinkommt. Und dann kann man vertikutieren. Also nicht zuerst, sondern erstmal den Rasen richtig in die Wachstumsphase bringen, mit Düngen, mit warmen Außentemperaturen. Wässern ist natürlich auch sofort notwendig. Genau schauen, hat der Rasen genug Wasser. Dann vertikutieren. Und dann sollte man wirklich gleich nachsehen. Das habe ich früher auch nicht gemacht. Gleich nachsehen mit einer schönen Rasenmischung. Schaut mal eine Bemerkung rein. Ich hänge noch mal meine Rasenmischung rein, die ich jetzt letztes Jahr ausgesät habe. Das ist super geworden. Die Fläche ist sowas von schön geworden. Nach dieser ersten Saat, also nachsehen, nach dem Vertikutieren. Dann kann man ein bisschen sanden, ein bisschen topdressen, um die Rasensamen auch zu festigen. Man kann walzen, die aufgerissene Erde. Und dann muss man warten und wässern und dann geht's ab. Dann geht's so richtig ab und dann kann man gucken, was man macht. Das hängt sehr vom Rasen ab. Sicherlich ist Unkraut vernichten eine wichtige Sache. Muss man auch gucken, wann ist der richtige Zeitpunkt. Ich habe extrem wenig Unkraut im Rasen, das ist unglaublich. Sanden, das Riesenthema, kommt irgendwann. Dann Perlhumus, das gibt's in meinen nächsten Videos. Bleibt dran, ich freue mich, dass ihr wieder dabei wart. Bis zum nächsten Mal, euer Rasenfreak. Tschüss.